Nimmt das schon auf, oder? Ja, ja. Jetzt haben wir richtig gut zum Sagen abgefeiert, deswegen kann man nicht. Eins oder zwei, ich bin mir nicht sicher, auf dem Summer Breeze. Habe ich dort gearbeitet in der Catering-Firma, Zapfen und so weiter. Bei einem Stand. Also fügen Sie Piepton hier ein. Ja. Das war damals halt einfach so, das hat kein Schwein gejuckt. Es hat ja keiner gewusst, woher auch. Natürlich, es war zu dem Zeitpunkt schon, aber ist ja wurscht, worauf ich jetzt eigentlich raus will, ist die ganze LP. Geschichte, dass das alles so rar ist. Es gibt ja einen Unterschied zwischen natürlichen Raritäten, die einfach rar sind, weil es einfach nicht mehr gab, und diesen künstlichen erzeugten Raritäten. Die produzieren nicht mehr als ja, genau. Und viele von den Limitierungen damals sind ja nur deswegen passiert, weil einfach die Kohle für mehr Pressungen nicht ausgereicht hat und man einfach realistisch kalkuliert hat, wie viel kann man von dem Stoff verkauft. Deswegen würde ich ja heutzutage auch noch einen realistischen oder einen guten Ansatz finden, wenn eine Plattenfirma oder auch von mir aus eine Band, die sich selbst produziert, sagt, das kriegen wir weg, das machen wir. Und mir ist schon klar, wenn ich 100 Platten mache und ich mache 300, ist 300 billiger als 100. Ja? Ja. Aus mehreren Gründen widerstrebt mir das halt. Und einer ist natürlich ein Umweltschutzfaktor, was du mit dem Rest. Richtig, willst du es verharzen oder einschmelzen? Und dabei haben wir schon mal geredet. Und damals Plattenpreisen, Ressourcenknappheit. Damals haben sich halt irgendwie diese ganzen Platten und so weiter, das hat sich halt alles unter Freunden verteilt. Natürlich, die es gewusst haben, die dabei waren, haben den ganzen Kram natürlich weggekauft. Und das ist im Prinzip alles. Oder ein Großteil davon halt immer noch im Privatbesitz. Ein kleiner Teil davon ist natürlich in Second-Hand-Läden gelandet. Und jetzt zeige ich dir, worauf ich, was ich dir vorhin angekündigt hatte. Mein allererstes selbst gekauftes Black Metal-Vinyl. Ja. Okay. Aus dem Second-Hand-Plattenladen für, was hat es mich gekostet? 16 Mark, also umgerechnet ungefähr 8-9 Euro. Ja. Ha. Ach, du Scheiße. Ach. Das Ding hat Charakter und Geschichte. Second Hand nämlich. Wenn es das jetzt hinhaut und der verlangt einfach das, was er verlangen kann. Aber wenn du ganze Sammlungen aufkriegst, dann ab und zu machst du ein Schnäppchen, aber grundsätzlich sollte das normale Preise. Zu dem Zeitpunkt gab es kein Discogs. Es gab das Internet natürlich schon, aber eine Datenbank, wo Platten mit Preisen drinstehen, zu dem Zeitpunkt natürlich völlig undenkbar. Deswegen findest du solche Sachen heute auch eigentlich gar nicht mehr. Du kannst du ruhig rausholen, wenn du willst. Die Erstversion hat nämlich eine Eigenart. Für dich. Nämlich das, woran die Erstauflage erkennen kannst, ist nämlich, dass dieses Black, Moment, The Return, genau hier der Bathory Tribute, The Return, und das Black Fucking Metal, das ist durchgehend Gore. Ah ja, genau, stimmt ja. Ja, das ist das auf der Auslaufring, das muss nicht sein, das ist ein cooler Trick, der heutzutage viel zu wenig verwendet wird. Ja, definitiv. Wenn ein Auslaufring was reingrist, dass es da wirklich oder so ein Endlosrille, das finde ich ja teilweise sehr charmant, wenn das ein gutes Ding ist. Und ich glaube, der Plattenspieler spinnt gerade. Ja, also großartig. Ja. Und aber, im Secondhand einfach 8 Euro. Aber weil du gesagt hast, dann hat man halt das im Freundeskreis und der paar Leute haben es gehabt. Wir haben dann in der Schule, also das hat bei mir im so 91 herum angefangen und dann irgendwie so, ich sag mal, der harte Kern, ich bin in der Mittelschule gegangen, in der Südoststeiermark, nein, eigentlich ist das Südsteiermark, ich komme aus der Südoststeiermark, und da waren halt so auf alle Klassen verteilt, so wirklich 10 Leute ungefähr, die so der harte Kern Metal-Hörer waren. Und wir haben uns dann wirklich zusammengeschlossen und echt die ausgemacht, weil, weißt du, als Schüler hast du nicht viel Kohle, weil, also für Realjob machst du nichts, ja, muss man halt sagen. Ja. Und dann wirklich ausgemacht, wer kauft sich was für ein Ding auf CD, und der Rest hat es einfach taped. Einer hat es einmal auf taped, aber der Rest hat es weiter taped. Und ich bin schnellsten Double Speed Recorder gehabt, jetzt habe ich meistens die Tape-Varianten für alle hergestellt, also Tape Trading im ganz Kleinen. Ja. Und dann hast du halt, wenn du Pech gehabt hast, hast du die Azure von Verrauschte von Platten als 10. Version gehabt. Und ich finde immer, zum Beispiel die allererste Sepultura, wie ich die dann in die echt gehört habe, war ich enttäuscht, weil der Sound zu clean ist. Und der ist nicht clean, aber ich höre den immer lieber von Tape, und das geht dann das alte Verspülte, weil die einfach extrem räudig ist. Das ist dieses Tape-Rauschen, was bestimmte andere Frequenzen einfach wegkillt, und du hast dann nur diesen geilen Sound, nämlich. Mhm. Ja, voll. Und ich habe, also viele funktionieren nicht mehr, weil dann entmagnetisiert sich das, aber ein paar habe ich noch von diesen alten, und das war schon irgendwie cool. Ja? Also wirklich total stark, der eben so bei das Lost My Dying Bright, zur Hochzeit, für die Jonas des Wands, und nachher die Engineer Grieber rausgekommen sind.
wer kauft sich das von uns, passt, der hat es einmal daheim, der Rest überspült sie es und dann hat es halt jeder irgendwie. Ich war halt damals schon so, Bei mir genau das Gleiche. Ich bin jetzt noch teilweise am Sachen nachkaufen, die ich damals eben auch, das war ganz ein kleiner Freundeskreis bei mir, das war vielleicht zwei, drei Leute oder sowas in der Richtung. Da haben wir uns aufgeteilt, Napalm oder sonst irgendwo, ja, stimmt, und telefonisch teilweise bestellt und so. Die haben mal gutes und dann halt ja, aus Kassetten überspült und tauscht und es gibt immer noch großartige Alben, die halt nur irgendwo bei meinen Eltern daheim mit viel Klick am Dach oben irgendwo in einer Schachtel auf einer Kassette habe. Ja. Ich habe wirklich eine Tape-Schachtel, die ist für die Alten. Sollte ich mal nachkaufen. Ne? Ja. Persönlich, einer der größten Vorteile von der Zeit damals vor Internet und vor dem ganzen Boom und so weiter, ist ja immer noch, dass bestimmte Platten von Distributoren aufgekauft worden sind, die ihre Sachen dann auch nur per A4-Liste verkauft haben. Mhm. Das heißt, du hast dann halt irgendwie eine Liste bekommen, du hast keine Ahnung gehabt, wie alt die wirklich war, da stand dann irgendwas mit Summer 96 oder sowas drauf. Und dann hast du halt dann mal irgendwie hingeschrieben mit Geld im Kuvert und hast keine Ahnung gehabt, ob du den ganzen Scheiß wieder zurückkriegst oder was da jetzt überhaupt passiert. Krass. Ich kann mich erinnern, also die letzten wirklich Geld im Umschlag Bestellungen, die ich gemacht habe, waren immer noch 2004. Echt? Ich glaube auch. Ja, das war Northern Heritage nämlich. Okay. Und zwar war das die zweite Warlock und die zweite Bateien. Die Warlock war schon weg, da hat er mir das Geld wieder zurückgeschickt, aber die Cars Luciferi habe ich damals bekommen. Weil man gerade gesagt hat, direkt was sind das für arge Menschen, die haben so Korps bei und dann schickt er dir das Geld zurück, oder? Ja, voll. Ja, ja. Cool, Alex, ja. Ist Warlock nicht die Band von der Doro? Ja, ja. Oder? Ja. Habe ich auch zu Hause auf Platte. Ja, so, Secondhand-Video. Muss ich jetzt ein bisschen aufbauen? Ich habe es also, muss ich sagen, hätte ich als Jugendlicher nicht gehört, weil das war natürlich nicht hart genug, aber mittlerweile finde ich das super. Absolut, absolut. Ja. Beste Dosenbier-Metal. Oh, ja. Das ist, glaube ich, wenn der Ulf irgendwie von Ding schreibt, Moped-Metal. Ja, ja. Moped-Metal sagen. Die Frauen sind wohl zu schlau. Du bist ganz so ein Rock. Der Vorteil von der ganzen Geschichte, auf den ich raus wollte, war nämlich eher, dass du, wenn du Glück gehabt hast, noch Jahre später von irgendwelchen obskuren Mail-Ordern die DIN A4 oder DIN A5 Zettel einfach rausgeschickt haben, dass du noch Sachen hast ordern können, die bei denen schlicht und ergreifend kein Mensch bestellt hat, weil die keinen Arsch gekannt haben. Ja. Einer meiner besten Freunde in Deutschland hatte so einen Mail-Order, Warwolf Records. So wie die Band? Wie? Warwolf Distribution hieß der. Der hat eigentlich, was hat er gemacht? Der hat zum Beispiel, keine Ahnung, die Grausamkeit-Tapes offiziell kopiert, also mit. War Kumpel vom Andi von Grausamkeit und der hat die Tapes von ihm zum Beispiel betrieben. Mhm. Da habe ich zum Beispiel meine ersten Grausamkeit-Tapes hier. Der hat aber wie gesagt noch einen Mail-Order gehabt, das war da drin, Old Pagan zum Beispiel, Birkerbein, kennt wahrscheinlich, du kennst ihn nicht? Nur vom Namen, ja. Okay. Ja. Der hat aber auch Moonblatt vertrieben. Gut, der Kollege hat jetzt ja ein eigenes Label, ne? Also ja, aber der hat mir zum Beispiel, von dem habe ich für einen Zwanni beispielsweise noch die hier gekriegt. Ui! Ach du Schande, die gute Moonblatt. Wie ist er noch was? Ja. Ein Wunder, Moonblatt, Blut und Krieg ist es. Also man muss ja ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt herumtun mit Moonblatt oder In and Out Records, der jetzt hier wirklich so ist, wie er halt ist, der hatte vor geraumer Zeit, also vor zwei Jahren Black Metal Sammlung aufgelöst und hat die Moonblatt Box Game, die ist ganz offiziell im Geschäft gestanden und hat sich auch keinen angeschissen. So, jetzt machen wir es mal so ganz normal. Fun Fact dazu bezüglich Black Metal Sammlung auflösen. Ich weiß, ich weiß, wenn die Sammlung geht. Ich weiß auch. Ich habe nur deine Salat, dass sie die Platten jetzt da haben, weil ich mag. Ich habe mir auch die Headrötzen und die One Tail One Head Cold. Also, ja, und ich war gerade kurz davor, die Picture-Vinyl von der Karte feiern zu holen, aber ja, nein, ist wie es ist. Aber ja, stimmt, da war die Moonblatt auch drin. Was ich nämlich lustig gefunden habe, die hat er ganz offiziell gehabt, oben die Boxen stehen. Und dann gab es aber andere Bands, die vielleicht politisch noch unkorrekter sind. Und die hat dann original hinterm Tresen gehabt, wenn du gefragt hast. Also eigentlich so. Ihr habt den nicht gesehen auf Insta halt und habt nur gar nicht mal gefragt, wo die steht. Und dann hat er so verschwitzt hinten rausgeholt, damit das nicht vorhin drin hat. Ja. Und so kann man es auch machen. Gell? Das hat dann eigentlich auch später so leicht Waldmann sehen.
Das hat aber schon so leicht Oldschool-Charakter, aber so, ja, habt ihr eigentlich noch andere Platten auch? Ja, Moment. Ja, aber ich sag dir ganz ehrlich, das ist ja so. Das haben auch viele von den heutigen großen Labels und Distributoren und so weiter, haben die Sachen. Es ist einfach so, du kommst halt. Ja. Naja, na, gut, jetzt schreiben wir ab in andere Diskussionen, die wir nicht auch mal führen. Ja. Aber so wie damals auch, wenn, also Listen, es hat sogar ein Mac, also in Graz hat sich gesagt, ich komme von woanders und meine Mutter hat wahrscheinlich in Graz gewohnt, jetzt habe ich so viel Doppelwohnsitz gehabt. Was auch den Vorteil gehabt hat, natürlich, dass man so diverse Grazer Platten und Musikgeschäfte einen Zugang gehabt hat. Und der Wort hat sich früher viel mehr gegeben als jetzt. Also man denkt, es hat einen Rock Tiger gegeben, der sich speziell um das gekümmert hat. Der Rock Tiger war. Um Metal gekümmert hat. Der Kastner hat einen riesen Metal. Ja, super, das war immer teurer. Das stimmt, im Bordeaux unten. War immer teurer. Da war die Metal-Abteilung echt arg. Also da habe ich so die erste Penetralia irgendwie, die also irgendwas mit Full Moon, blablabla. Einfach auch noch Cover gehabt. Beim Saturn am Hauptbahnhof hat eigentlich der Metal geschäft, der hat gut versorgt. Der hat immer gut versorgt. Da bin ich mit den Sporbüchern gegangen. Also da hast du wirklich dann so Leute gehabt, die das gewusst haben, und Mackie zum Beispiel, das war auch so einer, der hat da wirklich noch, der hat eine Listen gehabt, das war so einfach so ein kleines Heftel gedruckt und du hast da schauen, dass du Halloween sagst, das war nicht meine erste CD, die ich gehabt habe, aber vielleicht meine zweite selbst gekauft, die Keeper Doppel und die wir dann bestellen müssen nach seiner Liste und dann hast du 4 Wochen später im Geschäft gekauft. Ja. Das kenne ich auch noch, ja, Platten im Geschäft bestellen. Ja. Das war so geil. Das habe ich aber zwischendurch bei Dux Records auch gemacht. Da habe ich gesagt, so, hey, ich brauche halt bitte die und die. Hast du gedacht, na? Dux ist das DUX? Ja. Da war ich vor kurzem zum ersten Mal. Da habe ich Ja, da habe ich die Essex, Geil! Ja, ist einfach ein anderer spezialisiert und hat solche Sachen auch. Naja, was der ist spezialisiert, da stand ja einfach nur alles irgendwie rum. Ja, der hat. Das ist schon auch, ja. Der hat geordnetes Chaos, hat aber obskuren Scheiß anrennen und zwischendurch wirklich auch. Hat auch noch zwischen Panzerfaust oder auch Darkfall oder auch so Samahel, habe ich da andere mal schon gesehen. Ja, das hat er. Ja. Ich habe da durchgeblättert, dann, nachdem ich die Box gefunden habe, der hat schon geile Sachen gehabt. Absolut. Ja. Die Demon von Mayhem hat er auch in mehrfacher Ausführung da gehabt. Voll. Der ist schon cool. Wie hat es bei euch ausgeschaut? Anfänger. Interessanterweise ähnlich wie beim Alex, auch von den Jahreszahlen her, obwohl ich doch, glaube ich, 2 Jahre mehr am Buckel habe oder 3. Das heißt, ich war da ein bisschen Spätzünder. Ja, war aber ganz klassisch halt auch über irgendwelche freien Schulkollegen, die irgendwie vom Cousin dann einmal irgendwie was gekriegt haben und das musst du anhören, das ist so krass, was war das? Das war irgendein Manowar-Album oder sowas in der Richtung. Und dann halt natürlich die Klassiker, Maiden, Metallica, irgendwo die Schiene und dann suchst du aber, wie du schon gesagt hast, du suchst halt noch was Härterem und noch was Extremerem. Und dann sind relativ schnell dann so Geschichten gekommen wie. Ja, das war auch so Anfang mit den 90er herum die Ecken. Was war denn da alles? Die erste Emperor, also die Nightside. Hast du das hübsch? Ja. Von mir aus hätten sie einfach sehr auflösen können. Das war eigentlich mein erstes richtiges Black Metal Album, sage ich mal. Ich glaube die Reverence. Entschuldigung, wir unterbrechen gerade den Vlog. Die Cradle habe ich vorher gehabt, die Cradle, glaube ich. Ganz ehrlich, ich finde die noch immer geil. Die ist mir damals auch eingefallen, die Cradle. Die Vampire sind immer noch groß. Ich finde aber auch die Dusk ziemlich geil. Die Dusk ist schon ein bisschen schwierig, finde ich. Nee, das war Kitsch. Das war dieser typische Kitsch-Sound. Schwarzer, roter Samt, grünes Simon Laser, Simon Jacket, Fotos. Ja, Simon Marsh. Simon Marsden, genau, diese Vampire. Da war das noch ganz neu. Mit diesen Dreifachbelichtungskirchen, die ich finde. Da hat aber auch die Musik zur Optik gepasst. Das hat 1 zu 1. So italienisches. Ist richtig. Da war dann auch Dings, Type und Negativ, die Bloody Kisses. Ja, super, ja, auf der Ecke unterwegs. Dann My Dying Bride war mein erster. Dark Angel. Ancient the Dark Angel, so sie heißen. Die lustigerweise. Die erste Life of Agony, richtig. Ja. Ja. Ganz anderes Ding, aber Hammer. So, wie haben die Finnen geheißen, die Selbstmordfinnen? Sentenced, genau. Dass sie die letzten Platten sogar gekauft haben und mit Platin kassieren. Alter. Hey Kobe, ich mag die Band eigentlich. Das Amok-Album. Okay. Du hast die letzten selber gekauft, damit es Platin kassiert. Ja, verstehe ich. Ja, ich würde es auch machen, dass es bei uns nur einer gehabt hat und da gibt es dann Webtür. Ja, nein. Bitte, ist ja. Und dann war halt irgendwann mein Leib und Magen, Mailorder war Napalm Records. Da habe ich irgendwo auch über irgendeinen Bekannten von einem Freund oder so, irgendwann einmal halt, du musst hinschreiben, schicken dann Katalog. Das waren halt dann irgendwie ein paar Zahnfeier. Das ist so wie die ersten Nuclear Blast Kataloge, das war da ganz was anderes. Ja, richtig, ja. Und dann hast du halt das Telefon in die Hand genommen, das Festnetztelefon.
Und hast du ihren Kassen? Markus Steiger. Der Karl. War nur kein Preis, ja. Der Karl persönlich hat dann normalerweise noch abgehoben und dem hast dann du gesagt, was du haben willst. Worst Case hat er irgendwo gesagt, habe ich nicht mehr da. Dafür hat er dann gesagt, und das und das und das hat er noch gekriegt und hat er vielleicht noch irgendein T-Shirt beschrieben, das er gekriegt hat oder so. Naja, pack auch noch dazu. Und dann das Wichtigste, vor 15 Uhr anrufen, damit es am nächsten Tag in Graz ist. Boah, ja, das muss man einmal hinkriegen. Ja, das kann man beim Telefon. Nachname bestellen, war immer so, das habe ich mir damals auch noch leisten können. Nachname. Ja, das war nämlich der Trick 17, wenn du nämlich selber ziemlich blank warst, hast du es einfach per Nachname geschickt, hast abgewartet, bis es klingelt. Dann haben die Eltern gesagt. Dann hast die Eltern auch machen lassen. Die waren am Bein heute. Das habe ich schön brav selber parat haben müssen, das gehört, dann haben sie mir auch nichts vorgestellt. Dann stillschweigen, bleibt das Riesenpaket dann auf dem Schuhstand oder sowas, ich bin dann runter. Oh, da liegt ein Paket! Aber im Endeffekt hast du eine Leihwand bestellt, nur mit der Typ am Telefon gesagt, die ist geil. Ja, richtig. Und alles in X-Large, aber wenn es da nicht passt, dann ist es halt in X-Large. Was ist da oben? Ein Totenschädel. Ja, ein Totenschädel und ein Verkehrskreis passt. Am Munzwelle, das war von der, wir hatten die allererste. Wann hast du im Munzwelle? Du hast den anderen Munzwelle. Ja, wirklich von dir auch. Schwarzes T-Shirt, komplett gagelgelber Druck, das Munzbell-Logo und dann, was ist denn drauf? Sagt er, ja, das Munzbell-Logo halt und der Gorsbock. Ja, passt auch. Was ist das so? Ja, passt auch. Thema. Genau. Na, nein, das habe ich nicht mehr. Schaut, weil eigentlich wäre das zum Einrahmen, oder? Das ist, glaube ich, komplett in Fetzen gegangen. Vielleicht habe ich es noch irgendwo. Mamas Bootsweizer verwendet, man kennt das. Ich weiß nicht, haben die in Finnland mit den alten Beharit-Shirts gemacht? Das Bootsweizer verwendet? Ja, das Bootsweizer. Ich glaube, mein Cradle of Filth Level mit der Nonne und mein Fuck with Jesus von Maru ist ein Siegerputzwitz. Meine Mama wurde auf einmal ganz weg. Ja, bei mir war auf einmal mein Discarded Impairment Nailing with Cunts Shirt. Ich weiß nicht warum. Ich war 14. Ja, das haben die Eltern da erzählt. Ich weiß noch. Weil du gerade Shirts. Nur ganz kurz, weil du gerade Shirts sagst, ganz wichtig für so Metal-Geschichten, weil gerade was Shirts betrifft, Kirp Dog noch ganz normal bei uns. Oh, weil da hat es wirklich noch voll diese scheiß Bootleg-Shirts. Ich habe meine alten diese Bootleg-Shirts gehabt. Wieso? Ganz viel Mäden, nach dem dritten Waschen ist der Druck, dieser Gummidruck herunter. Ja. Aber weißt du was, was das Witzige ist, ich habe mir da mein erstes Bootleg-Shirt gekauft, wovon, Achtung, Limp Bizkit. Na klar, andere Zeit. Aber das gab's damals noch. Und ich hab's doch immer. Und es passt mir doch. Das passt dir doch. Es ist immens dran. Es ist dort so kurz, aber es passt mir doch. Damals hast du Talenten raus und jetzt passt er. Ja, Bootleg-Shirts, generell nach jedem Konzert draußen dahinter. Und da ist irgendwas fällt beim Druck, weil dieses Pickern noch drauf war. 1994 in Klagenfurt, Machine Head mit Meshuggah und Misery Loves Index. Nein, die anderen. Wie hat die geheißen? Misery Loves Cow. Genau. Da haben wir auch so ein Shirt draußen gekauft, da steht Klagenfurt halt auch. Kann man vertauschen. Jeden Konzert. Das eine Album mit Blaze Bailey, das ist also Breaking World. Oder X-Factor. Das fand ich echt witzig. Brave New World ist das neue Maiden-Album. Ja. Das ist für mich das neue Maiden-Album, seitdem man kann es nicht mehr. Ja, ich finde die Brave New World am besten. Auf jeden Fall, das war ja ein ganz witziges Line-Up, da haben nämlich My Dying Cry eröffnet für Maiden. Und da nach dem Konzert eben so ein paar billige T-Shirts, ne? Ja, voll happy, T-Shirt gekauft. Bei Tageslicht, irgendwann mindestens ein Wort gefüllt im Druck. Mir ist es also im Halbdunkel da in der Unterführung oder was? Aber ja, voll, das war wurscht. Aber es war wurscht, hauptsächlich überschört. Richtig, ich hab's drauf. Hauptsache ja, vor allem, man hat sich teilweise gedacht, wenn man noch jung war, einfach die richtigen nicht leisten kann. Das Buch hat dann vielleicht billiger. Wenn es uns gehabt hat, ja, wenn es uns dann gegeben hat. Ja, das stimmt schon. Mein letztes Buch habe ich in Wiesen gehabt, nach dem City-Top-Konzert, und zwar absichtlich, weil hinten. Druckvoll, aber Weisen statt Wiesen aufgestellt. Und dann sagt, das ist ja falsch, das passt genauso, weil ich es habe. Weil das ist ja um die Karte. So ist es. Das wirst du uns nicht sagen. Ganz ehrlich, was willst du? Willst du das Original 50 Euro Black Sabbath Shirt oder willst du einen 10 Euro Bootleg? Ich nehme das 10 Euro Bootleg. Mir ist es ähnlich gegangen. Mein erstes großes Konzert war 1996 Metallica in der Frankfurter Festhalle. Ja. Metalizer. Jedenfalls, ich bin da mit Kumpels mit dem Zug hingefahren von Gießen aus. Und zwar habe ich meine Ausbildung zu dem Zeitpunkt noch gemacht und bin dann quasi direkt von meiner Ausbildungsstelle vom Karstadt als Einzelhandelskaufmann mit Halbschuhen ungefähr. Die gleichen Schuhe wie du jetzt anders, nur halt als Halbschuh. Mhm. Mit einem Weinrot. Ist das ein Kompliment?